Liebe Freundinnen und Freunde der Geschichte, mit einem Herzen voller Vorfreude lade ich euch heute auf Taifuns Geschichtskanal ein. Lasst uns gemeinsam in eine faszinierende Reise durch die Zeit eintauchen, während wir die geheimnisvolle und geschmackvolle Geschichte von Wein erkunden. Bevor wir jedoch beginnen, möchte ich einen kleinen Wunsch äußern. Mein Traum ist es, die magische Grenze von 1000 Abonnenten zu überschreiten. Eure Unterstützung bedeutet mir unglaublich viel. Wenn euch meine Inhalte gefallen, gebt mir bitte einen Daumen hoch und abonniert den Kanal kostenlos. So verpasst ihr kein zukünftiges Video und helft mir, diese Leidenschaft weiterzuführen. Ein herzliches Dankeschön an all meine treuen Abonnenten. Euer Zuspruch ist wie ein Lichtstrahl, der diesen Kanal erhält und mir zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Heute lade ich euch ein, mit mir in die tiefen Wurzeln von Wein einzutauchen, diesem wundervollen Getränk, das nicht nur Teil der türkischen und europäischen Kultur ist, sondern auch die Geschichten und Erinnerungen vieler Menschen miteinander verbindet. In drei Teilen werden wir die Entwicklung und die kulturelle Bedeutung des Weins entdecken, um gemeinsam das Erbe dieser Tradition zu würdigen. Zudem habe ich eine Playlist mit inspirierenden Inhalten zusammengestellt, die das Wesen und die Geschichte von Deutschland und der Türkei lebendig machen sollen. Es ist mir eine Herzensangelegenheit oder Anliegen, diese Information für so viele Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Mein Kanal ist ein Ort der Begegnung. Er soll nicht nur den in Deutschland lebenden Migranten dienen, sondern auch den Deutschen, die in der Türkei oder in die Türkei ausgewandert sind. Eine Brücke zur türkischen Kultur und Geschichte. Ich hoffe, euch einen neuen, vielleicht ungewohnten Blick auf die bedeutenden Ereignisse und Traditionen zu ermöglichen. Lasst uns nun gemeinsam die bewegende Geschichte von Wein entdecken und die Geheimnisse dieses besonderen Getränks enthüllen. Teil 2. Dionysos, der Gott des Weins in der griechischen Mythologie, ist das Symbol für die Weintrauben und die Weinkultur der anatolischen Zivilisation im Laufe der Jahrhunderte. Archäologische Funde zur Weinherstellung in Anatolien reichen bis vor 4000 Jahren zurück. Eine sumerische Tafel, die auf das 2. Jahrtausend vor neuerer Zeitrechnung in Mesopotamien datiert wird, erwähnt Taputi Beletikadi, die als erste Chemikerin und Parfümherstellerin der Welt gilt und als die älteste Referenz zur Destillation betrachtet wird. Der früheste archäologische Nachweis für die Destillation sind die in Babylonien gefundenen Tongefäße, die zur Herstellung von Alkohol für die Parfümherstellung verwendet wurden und ebenfalls aus dieser Zeit stammen. Der persische Alchemist Jabir ibn Hayyan, 721 bis 815, der als Hippokrates der Chemie bezeichnet wird, entwickelte im ersten bekannten Chemielabor der Geschichte die Destillationstechnologie, die auf dem Destillierkolben Alembic basiert. Die Nachfolger von Jabir ibn Hayyan, der arabische Gelehrte Al-Kindi oder ins Lateinische Al-Kindus, 801 bis 873, und der persische Gelehrte Al-Razi, 865 bis 925, entwickelten die Theorie der Destillation weiter. Al-Kindis Buch über die Chemie von Parfüm und Destillation wird auch zu den frühesten Referenzen für destillierte alkoholische Getränke gezählt. Magister Salernus von der Scuola Medica Salernitana, der ersten medizinischen Schule des Mittelalters in Italien, verfasste das früheste bekannte Werk über die Herstellung von destillierten alkoholischen Getränken und beschrieb darin die Destillation von Wein. Folgen. 11. Wie hält derjenige eine Weinflasche? Halte die Weinflasche sanft am unteren Körper, nicht am Hals. Deine Hand sollte die Flasche behutsam umschließen, während dein Daumen sich stabil stützt. Neige sie mit Eleganz, um den edlen Tropfen ins Glas fließen zu lassen und genieße den Moment. 12. Was kann derjenige tun bei einer halbvollen Flasche? Bei einer halbvollen Flasche lagere sie aufrecht, um den edlen Tropfen zu schützen. Ein Vakuumverschluss bewahrt die Frische,
Lass die Vorfreude wachsen, genieße den Wein bald, bevor die Magie verschwindet. 13. Welches ist die richtige Temperatur des Weins? Die perfekte Serviertemperatur für Wein ist wie ein zarter Kuss der Sinne. Rotwein umarmt ihn bei 14 bis 18 Grad, damit die tiefen, komplexen Aromen sanft entfalten können. Weißwein kühlt ihn auf 7 bis 12 Grad, damit seine frischen, fruchtigen Noten wie ein spritziger Sonnenstrahl erstrahlen. Schaumwein lass ihn bei 5 bis 7 Grad tanzen, um die lebendige Spritzigkeit und Eleganz zu feiern. Jede Temperatur ist eine Einladung, die Seele des Weins zu entdecken und ihn jeden Schluck zu genießen. 14. Frappieren von Weißwein bzw. die Kühlung durch Eis. Frappieren von Weißwein ist eine zarte Kunst, die deinen Wein in einen erfrischenden Genuss verwandelt. So zauberst du diese kühle Verführung. Fülle einen Eiskübel mit Wasser und Eiswürfeln. Das Wasser umarmt die Eiswürfel und beschleunigt die Kühlung wie eine liebevolle Umarmung. Senke die Flasche Weißwein in das Eisbad, so dass sie von kühler Frische umhüllt wird. Lass den Wein für 15 bis 20 Minuten ruhen und genieße die Vorfreude, bis er die perfekte Temperatur erreicht hat. Nimm die Flasche heraus und lass die spritzige Erfrischung auf deiner Zunge tanzen. Jeder Schluck wird zu einem lebhaften Erlebnis, das die Sinne verzaubert. Mit dieser Methode bringst du die Aromen zum Funkeln und feierst die Leichtigkeit und Eleganz des Weins. Chambrieren des Rotweins bzw. Erreichen der Zimmertemperatur. Das Chambrieren von Rotwein ist ein feierlicher Akt, der die Seele des Weins entfaltet und seine Aromen zum Leben erweckt. Nimm die Flasche aus dem Kühlschrank und lasse sie sanft in der Luft atmen. Stelle die Flasche an einen ruhigen Ort, wo sie für etwa 30 Minuten die Zimmertemperatur erreichen kann. Diese Zeit ist wie eine zärtliche Umarmung, die dem Wein erlaubt, seine komplexen Noten zu entwickeln und seine Tiefe zu offenbaren. Wenn die Zeit gekommen ist, öffne die Flasche und lausche dem sanften Ploppen des Korkens, das wie ein leises Versprechen klingt. Gieße den Wein in ein Glas und beobachte, wie er sich entfaltet. Die Farben tanzen im Licht, die Aromen steigen auf wie ein liebliches Lied. Jeder Schluck ist eine Reise durch die Aromen. Eine Feier der Essenz, die dich umhüllt und die Sinne verzaubert. Lass den Wein sein volles Potenzial entfalten und genieße den Moment, der die Wärme des Lebens spiegelt. Dekantieren, umfüllen von Rot- und Weißwein. Das Dekantieren von Rot- und Weißwein ist ein sinnliches Ritual, das die Essenz des Weins entfaltet und ihm Raum zum Atmen. Wähle ein elegantes Dekantiergefäß, das den Wein willkommen heißt, und stelle es sanft auf den Tisch. Das Licht sollte darauf scheinen, um die Schönheit des Weins zu feiern. Halte die Flasche mit einer zärtlichen Berührung und kippe sie behutsam. Lass den Wein in das Dekantiergefäß fließen. Die schimmernden Tropfen sind wie flüssige Rubine, die den Raum mit ihrem Glanz umfüllen. Gib dem Wein Zeit, um zu atmen. Während er sich im Dekanter entfaltet, steigen die Aromen auf und umhüllen den Raum mit einem einladenden Bouquet. Diese Momente des Wartens sind kostbar. Ein Versprechen auf den Genuss, der kommen wird. Wenn der Wein bereit ist, schenke ihn in Gläser und beobachte, wie die Farben leuchten. Jeder Schluck wird zu einem Erlebnis. Die Aromen tanzen auf der Zunge und erzählen Geschichten von Terroir und Tradition. Das Dekantieren ist nicht nur ein Schritt in der Weinbereitung, sondern ein liebevolles Ritual, das den Wein in seiner vollen Pracht zur Geltung bringt und jeden Moment zu etwas Besonderem macht. 17. Die Wahl des Weinglases.
Die Wahl des Weinglases ist eine liebevolle Umarmung für den Wein, die ihm die Freiheit gibt, zu strahlen und seine Aromen voll zu entfalten. Wähle ein Glas, das die Eleganz des Weins widerspiegelt. Ein großes, bauchiges Glas für Rotwein lädt die Aromen ein, sich zu entfallen und Komplexität des Weins zu zeigen. Für Weißwein wähle ein schlankes, hohes Glas, das die frischen, spritzigen Noten bewahrt. Das Glas sollte aus feinem Kristall sein, dass das Licht spielerisch bricht und die Farben des Weins zum Funkeln bringt. Es ist nicht nur ein Gefäß, sondern ein Kunstwerk, das die Sinne anspricht. Achte darauf, dass das Glas genug Raum bietet, damit der Wein atmen kann. Jeder Schluck wird zu einem Erlebnis, das die Zunge sanft umschmeichelt und die Aromen tanzen lässt. Halte das Glas in der Hand, spüre die Kühle des Glases und lass deinen Blick über die Form und Fülle des Weins gleiten. Es ist mehr als nur ein Gefäß. Es ist eine Einladung, die Seele des Weins zu entdecken und jeden Schluck in vollen Zügen zu genießen. Die Wahl des Weinglases ist der erste Schritt zu einem unvergesslichen Erlebnis, das die Schönheit des Weines feiert und die Sinne verzaubert. 18. Cocktail von Schaumwein. Ein Cocktail aus Schaumwein ist ein festlicher Zauber, der die Sinne verführt und die Seele zum Tanzen bringt. Wähle einen edlen Schaumwein, Champagner, Prosecco oder Cava, der in einem Spiegel aus funkelnden Bläschen glänzt. Ergänze ihn mit frischen, saftigen Früchten, einem Hauch von aromatischem Sirup oder einem exquisiten Likör, um deinen persönlichen Stempel aufzubauen. Lass das Eis in einem eleganten Glas rascheln, während du den Schaumwein darüber gießt. Die blubbernden Perlen steigen auf und zaubern ein Lächeln und dein Gesicht füge behutsam einen Spritzer Fruchtsirup oder Likör hinzu. Eine süße Umarmung für den Wein. Kröne dein Meisterwerk mit einer Limettenscheibe, saftigen Himbeeren oder einem Zweig frischer Minze. Diese Farben und Düfte sind wie kleine Liebesbotschaften, die den Moment verzaubern. Hebe das Glas, atme tief ein und lass die spritzigen Bläschen auf deiner Zunge tanzen. Jeder Schluck ist ein Genuss, der die Freude des Lebens in jedem Tropfen feiert. Ein Cocktail aus Schaumwein ist mehr als nur ein Getränk. Es ist eine Ode an die Leichtigkeit des Seins, eine Einladung, die kleinen Wunder des Lebens zu feiern und den Augenblick in seiner vollen Pracht zu genießen. 19. Knigge für Weintrinker. Der Knigge für Weintrinker ist ein zärtlicher Leitfaden, der Genuss und Stil in harmonischen Einklang bringt. Hier sind einige gefühlvolle Tipps für den perfekten Weingenuss. Nimm dir Zeit, um den Wein auszuwählen. Lass die Etiketten zu dir sprechen und entdecke die Geschichten hinter den Flaschen. Jeder Wein hat seine eigene Seele. Achte darauf, den Wein bei der idealen Temperatur zu servieren. Diese kleine Geste sorgt dafür, dass die Aromen in voller Pracht erblühen und dir ein festliches Erlebnis bieten. Halte das Glas am Fuß, um die Kühle des Weins zu bewahren. Lass deine Augen über die Farben gleiten und spüre die Vorfreude auf den ersten Schluck. Gieße den Wein behutsam ein und achte darauf, dass das Glas nicht überfüllt wird. Ein Drittel ist perfekt, so bleibt Platz für das Spiel der Aromen. Nimm dir einen Moment, um den Duft des Weins einzuatmen. Lass die Aromen deine Sinne umhüllen und dich in eine andere Welt entführen. Nimm kleine Schlücke, lass die Aromen auf deiner Zunge tanzen und genieße das Zusammenspiel der Geschmäcker. Jeder Schluck soll wie eine kleine Entdeckung sein. Teile deine Gedanken über den Wein mit anderen, aber schaffe Raum für deren Meinung. Der Genuss wird zu einem harmonischen Austausch, der die Herzen öffnet. Respektiere die Vorlieben anderer. Jeder Weinliebhaber hat seine eigene Reise und Vorlieben. Lass die Vielfalt des Geschmacks erblühen.
Wenn du eine Flasche öffnest, genieße sie in den nächsten Tag, um ihre Frische und Lebendigkeit zu bewahren. So bleibt die Freude erhalten. Der Knigge für Weintrinker ist mehr als nur eine Sammlung von Regeln. Er ist eine Einladung, die Liebe zum Wein zu feiern und jeden Moment mit Stil und Anmut zu genießen. Lass die Magie des Weins deine Sinne verzaubern. Herzlichen Dank an alle, die bis zum Ende durchgehalten haben und sich diese faszinierende Thematik interessiert haben. Euer Engagement bedeutet mir viel. Besonders hervorheben möchte ich, dass die Grundlage der Chemie von einer bemerkenswerten Frau, Taputi Beletakali, entwickelt wurde. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, würde ich mich über ein kostenloses Abo und einen Daumen hoch freuen. Bleibt gesund und lasst uns gemeinsam weiterhin die reiche Geschichte und Kultur des Weins in Teil 3 erkunden. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Bleibt gesund.